Gut, also dann herzlich willkommen. Joomla Day Leipzig 2016. Ich habe letztes Jahr ein Joomla-Projekt gemacht, das ziemlich erfolgreich eingeschlagen hat bei meinem Kunden und bei den Kunden meines Kunden und will euch heute einfach mal zeigen, was ich gemacht habe, wie die Webseite ausschaut. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Hardcore-Programmierer. Ich mache Projektmanagement, ich kann gut verkaufen, habe auch ziemlich viel Ahnung von IT, aber Programmieren, ich habe vieles ausgelagert, habe vieles an extern vergeben, was die Programmierung angeht. Aber ich kann eine Menge dazu sagen. Ganz kurz zu mir. Na? Also mein Name ist Thilo Petri, ich bin 37 Jahre alt, ich bin gelernter Fachinformatiker. Ich habe auch BWL studiert, Betriebswirt. Ich habe eine kleine Unternehmensberatung in Nürnberg gegründet vor 2001. Hauptberuflich mache ich das Ganze seit 2013. Mein Portfolio, ich erstelle Webseiten, ich berate Banken, Finanzdienstleister, mache IT-Konzepte, Ausarbeitung, Technik, IT-Strategien, Netzwerktechnik, Serverbetreuung und Schulungen. Und meine alten Arbeitgeber, Consorsbank, Stereo Momart Consulting und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young, habe ich früher mal gearbeitet, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Mein Joomla-Hintergrund, ich bin Joomla-Geek der ersten Stunde. Ich habe im Jahr 2003 damals mit Mambo schon angefangen, das ist das Vorsystem, bevor Joomla auf den Markt kam. Ich habe bereits 2005 in Bonn auf dem ersten Joomla-Day aktiv teilgenommen. Ich bin Mitglied in der User Group Nürnberg und ganz aktiv im Joomla-Umfeld tätig und helfe vielen Kunden, mache Webseiten für Fotografen, Luftfahrtunternehmen, Autohäuser, Vereine. Also das komplette Portfolio, was man halt so im Joomla alles machen kann. Der Kunde, um den es heute geht, das ist ein Fotograf. Das ist die Firma Nürnberg Luftbild. Einige von euch kennen schon, weil ich es schon mal ein paar Leuten gezeigt habe. Nürnberg Luftbild ist eine Firma, die sich auf Luftbildfotografie spezialisiert hat. Deren Auftraggeber sind in der Regel Behörden, öffentliche Auftraggeber und Firmen. Er hat kaum Privatkunden, es gibt ein paar, aber es gibt auch viele Verlage, die Bücher schreiben, die einfach Bedarf an professionell gemachten Luftbildern haben. Und die Luftbilder werden gemacht mit Flugzeugen, Hubschraubern und seit diesem Jahr auch mit Drohnen bei Bedarf. Ganz einfach, weil Drohnen die Möglichkeit bieten, Aufnahmen zu machen, die man zum Beispiel aus dem Hubschrauber nicht machen kann. Das Projekt selber, Ausgangssituation war, der Kunde hatte eine Webseite, die wurde auf einem proprietären CMS gemacht, das über 10 Jahre alt war. Das war ein CMS, das eigens für ihn entwickelt wurde von einem Programmierer. Allerdings wurde das nie upgedatet. Das heißt, die ganze Codebasis auf PHP war halt langsam veraltet, nicht mehr kompatibel zu einem neuen Standards und man musste sich überlegen, wie geht man damit um. Und dann war halt die Idee zu sagen, man geht auf ein System, das auf dem Markt etabliert ist. Also man nimmt sich ein System von der Stange, eben Joomla in dem Fall, damit man eben dieses Problem nicht mehr hat, dass man in eigenentwickelten Code reinläuft, der irgendwie nicht nachgehalten werden kann, weil der Programmierer irgendwie nicht mehr verfügbar ist. Oder updated wird. Wir wollen eine relativ große Community haben, um Unterstützung zu kriegen und wir wollen flexibel sein. Das waren so die Hauptthemen, warum wir Nürnberg Luftbild, warum wir Joomla genommen haben, Entschuldigung. So. Jetzt zeige ich mal ganz kurz die alte Seite. Ich gehe da mal drauf. So hat das Ganze ausgeschaut. Halt, zeigt es nicht an. So komme ich da nicht hin, Entschuldigung. Ja, müssen kurz auf den Beamer warten, der ist recht langsam. So, sehe ich hier kein Bild. Dann machen wir das halt so. So, das ist die alte Webseite. Ich brauche ein Bild, Entschuldigung. So. Seht ihr das? Nee. Ja, aber ich sehe es hier nicht. Gut. Nee, okay. Also, das ist die alte Webseite. Die war relativ lang im Netz. Insgesamt über 10 Jahre war die Seite online. Es
gibt ja so Features, ich muss mich leider ein bisschen umdrehen, Luftbilder. Und wenn ich dann auf Bilder gehe, dann kriege ich hier ein Bild. Das ist fast ein bisschen zu hell, aber ich glaube, man kann es einigermaßen erkennen. Und jetzt kann ich mich hier durch Bilder klicken. Das waren so die Hauptfeatures. Das Problem ist, jetzt hier wirkt es relativ groß, das Bild selber ist aber relativ klein. Das ist nur aufgrund der Vergrößerung durch die Wand sehr groß. Ich kann mich jetzt also hier durch Landkreise und Städte klicken und hier ein Bild anschauen. Ich kann es hier auch nochmal vergrößern. Geht ein kleines Pop-up auf und hier kommt das Bild. Die Qualität der Bilder war aber nicht so, wie man sie eigentlich heute im Netz haben will. Das heißt, wichtig war, dass wir eine höhere Qualität hinkriegen und alle Bilder in der gleichen Größe sind. Ich hatte hier das Problem, dass zum Beispiel unten drunter weitere Bilder sind und jedes Bild wurde dreimal in verschiedenen Formaten abgeloadet. Nämlich einmal hier oben in diesem Showcase, einmal hier unten in dem kleinen Format und wenn ich dann nochmal draufklicke in dem eben gezeigten ganz großen Format. Das heißt, man musste bei jedem Bild drei Formate online stellen, weil das nicht automatisiert ging, was natürlich auch keiner machen will. So, jetzt muss ich nochmal umschalten, damit ich hier mit der Präsentation weitermachen kann. Entschuldigung. So, jetzt geht's wieder, oder? Das ist ja geil, ja, echt. So. Das funktioniert. Hallo. Ja, ich klicke hier kein Bild hin. Kann mir einer sagen, wieso das nicht geht? Ja, ich sehe es halt nicht. Ja, gut. Also, ich irgendwie mag die Hardware nicht so. So, und dann waren wir ein zweiter. Ja, braucht ewig hier. So, machen wir weiter. Die neue Seite zeige ich gleich noch. Jetzt kommt die Ziele der neuen Webseite aus Kundensicht. Das Firmenlogo ist dem Kunden ganz wichtig, also seine Marke Nürnberg Luftbild. Die Firma kommt aus Nürnberg, er macht aber Luftbilder in der ganzen Welt oder hauptsächlich halt in Europa und Deutschland. Also es ist aber keine regionale Firma, die nur rund um Nürnberg Bilder macht. Allerdings war ihm wichtig, dass dieses Logo ganz prägnant auf der Seite erscheint. Das Angebot soll möglichst schnell erfasst werden vom Kunden. Also wenn ich auf die Webseite gehe als Kunde, soll ich halt sehen, dass das Angebot, was Nürnberg Luftbild bietet, was die Firma macht. Typografie war ganz, ganz wichtig. Klares Schriftbild, es soll alles erfasst werden können. Es sollen viele Bilder online sein. Es soll die Flexibilität, habe ich gerade schon angesprochen, da sein. Das heißt, der Kunde soll Möglichkeiten haben, auch selber was zu ändern im Backend. Er will nicht also immer alles an irgendeine externe Firma geben, die ihm dann hilft, den Content einzustellen. Bildinhalte und Aussagen müssen aus Sicht des Kunden, also der die Webseite besucht, möglichst schnell auffindbar sein. Das war auch ein ganz wichtiges Kriterium, dass es eine ordentliche Suchfunktion auf der Webseite gibt. Wenn ich zum Beispiel, zeige ich gleich noch, Entschuldigung, wenn ich eine Bildnummer eingebe, dann soll das Bild halt auch erscheinen. Kann ich gleich demonstrieren, es funktioniert auch alles. Und in Google soll das Ganze natürlich auch irgendwie nach oben kommen, ganz klar, damit die Kunden gefunden werden. So, Funktionen und Features. Jetzt haben wir uns natürlich überlegt, okay, was wollen wir denn? Also wir wollen relativ große Bilder natürlich haben und wir haben das Problem, dass ganz viele Bilder geklaut werden. Also wir hatten, also nicht nur von Privatpersonen, sondern teilweise gestandene Politiker, die man aus Funk und Fernsehen kennt, die für ihre Wahlkampagnen einfach Bilder von der Webseite klauen und es dann verwenden, was natürlich fatal ist, weil Urheberrechte, Entschuldigung, müssen natürlich auch von Politikern beachtet werden. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir entwickeln ein Wasserzeichen. Ich zeige das gleich alles noch. Und das Wasserzeichen ist so, dass es die Bildkomposition nicht beeinträchtigt, aber trotzdem nicht gefälscht werden kann, weil es wahnsinnig schwierig wäre, dieses Bild zu also dieses Wasserzeichen so zu entfernen, dass man diese Fehler im Bild dann nicht mehr sieht. Wichtig ist die Qualität der Bilder, das heißt, die Bilder müssen relativ groß sein. Vielleicht kennt ihr es, wenn ihr die Bilder reduziert auf eine bestimmte Größe oder in der DPI-Anzahl, dann wird die Qualität zu schlecht. Das heißt, feine, ordentliche Strukturen werden irgendwann nicht mehr sichtbar und verschwimmen so ein bisschen.
Und das wollten wir halt vermeiden, was dazu führt, dass wir durch ganz viele Tests mit unterschiedlichen Softwaren ein Format gefunden haben, ein 3:2-Format, 1500 mal 1000 Pixel und 300 dpi, wo wir sagen, das ist eine Qualität, mit der kann man leben. Hat natürlich einen Impact auf die Ladezeit der Webseite, was wiederum Impact auf das Listing bei Google hat, weil langsam geladene Webseiten, sagt halt Google, ist nicht. Also einen schnellen Server hinten dran stellen mit SSD-Platten, der die Seite gescheit ausliefert. Aber ein Kompromiss, alles was da drunter ist, war vom Kunden nicht erwünscht. Also keine Chance, irgendwie dem Kunden zu sagen, wir möchten gerne kleinere Bilder haben, weil die Qualität, die der Kunde sich wünscht, dann nicht realisierbar war. Das nächste ist, wenn man auf eine Webseite geht und durch eine Bildergalerie scrollt, dann kriegt man immer, egal wie oft ich auf die Seite gehe, immer die 10 gleichen Bilder angezeigt. Wenn ich aber 1500 Bilder habe, dann hätte ich gerne so eine Zufallsfunktion, wo ich immer, wenn ich ein Bild weiterklicke, ein anderes kriege. Das hört sich erstmal einfach an, bis man darüber nachdenkt, wie man denn in Joomla einen Beitrag per Zufall ausgeben kann. Das ist gar nicht so einfach. Es gibt ein Newsflash-Modul, das geht aber erstmal nur auf einer Modulposition. Das heißt, das im Hauptcontent auszugeben, muss dann wieder über einen Override umgebaut werden. Also war schon eine Herausforderung, das zu bauen. Dann gibt es den Wunsch nach Text. Das heißt, ich möchte ein Bild markieren mit einem bestimmten Wort. Wenn ich auf dieses Wort klicke, dann sollen alle Bilder kommen, die mit dem gleichen Wort auch markiert sind. Es soll einen Newsletter geben, das heißt, einmal im Monat gibt es ein Luftbild des Monats, das an Kunden und Firmenpartnern rausgeschickt wird. Und die Dateinamen der Bilder dürfen nicht verändert werden. Die Bilder haben eine bestimmte Nummer, eine Namenskonvention, die die Firma halt vorhält. Hintergrund ist, die Firma hat ca. 650.000 Bilder im Portfolio. Und wenn jetzt ein Verlag anruft und sagt, ich brauche ein Bild vom Hauptbahnhof Leipzig, dann sagt er, okay, das ist die Bildnummer 12345. Und dann kann er die auch im Web eingeben und der Kunde kann sich im Zweifel das Bild sofort anschauen. Wobei er natürlich nicht die ganzen 650.000 Bilder online hat. Das wäre zu viel. Wir haben momentan so circa 2.000 Bilder online. Es werden wöchentlich mehr. Aber es ist unmöglich, 650.000 Bilder ins Web zu stellen. Das ist einfach vom Arbeitsaufwand nicht handelbar. War der da auch ein beratungsresistenter Kunde? Also was die Bildnummer angeht, keine Chance. Das ist auch ein Problem. Ja, das ist ein Problem, aber das können wir nicht ändern. Hintergrund ist also diese Bildnummern, ich kann es hier unten, sieht man die Maus? Entschuldigung. Na? Diese Bildnummer hier unten, da unten sieht man es. Das R steht für eine Jahreszahl, dann kommt ein Datum und dann kommt eine vierstellige fortlaufende Nummer für dieses Bild an diesem Tag. Und das kann man leider nicht ändern. Also wenn jetzt morgen einer anruft, der vom letzten Jahr das Bild nochmal braucht, dann muss das gefunden werden. Und das bringt halt nichts, wenn das Bild irgendwie heißt Hauptbahnhof Leipzig.jpg, weil das können ja 20 Bilder sein. Wenn der Kunde sagt, ich habe die Bildnummer 12345, dann ist es eindeutig. Und bei 650.000 Bildern brauche ich irgendeine Namenskonvention. Ich finde sonst die Daten nicht mehr. Gilt übrigens nicht nur für die Webseite, sondern es gilt übrigens auch für die IT bei sich in der Firma. Das heißt, auch dort sind natürlich die Bildnummern in einem Katalog hinterlegt. Und wenn er jetzt die Bilder im täglichen Geschäft braucht, dann müssen die auch auffindbar sein. Also Speichersystem bei ihm ist 16 Terabyte. Das ist schon ganz ordentlich und wird täglich mehr. Und Bilder speichern ist ein Ding, Bilder wiederfinden und Daten ist ein anderes Thema. Also da muss man sich auch gut überlegen, wie man das Ganze macht. Ja, ja, also der Kunde ist halt Künstler, Grafiker, der kennt sich auch mit Bildbearbeitung super aus und der sagt, er will das so und da gibt es halt keine Diskussion. Also wenn man wirklich scharfe Monitore hat, also richtig gute Monitore, dann sieht man halt schon einen Unterschied zwischen 300 dpi und 72 dpi und dem Kunden war das nicht gut genug, die Qualität. Also ich habe auch 72 empfohlen, wollte er nicht. Wir haben da lang diskutiert, ich will jetzt auch nicht schlecht über ihn reden, der ist ein super netter Kunde und alles toll. Aber es war halt die Qualität, hat halt nicht dem Anspruch gereicht, den er hatte. Also ging es nicht anders. Und dann macht man es halt so. Was ich gerne noch dazu sagen muss, den Ansatz, den wir gefahren haben bei der Umsetzung, das ist halt ein Ansatz, wie man es machen kann. Wenn jetzt ein anderer hergeht, dann hat er vielleicht einen anderen Ansatz und kriegt trotzdem ein nettes Ergebnis raus. Also das ist nicht alles in Stein gemeißelt, was wir hier tun. Aber es ist halt der Ansatz, mit dem wir Erfolg hatten. Was wir unbedingt haben wollten, die Joomla Standardsuche soll Bilder ausgeben, was sie in der Regel nicht tut. Wenn ich heute ein Beitragsbild habe und in Joomla über die Suchfunktion was suche, dann kriege ich den Beitrag angezeigt,
aber nicht die Beitragsbilder. Und das kann man aber über einen Override programmieren und die Suchfunktion so abändern, dass die Bilder mit ausgegeben werden. Ist ein bisschen aufwendig, haben wir aber gemacht. Das gleiche gilt für Tags, zeige ich auch gleich noch. Das heißt, wir wollen Tags ausgeben und Bilder ausgeben, wenn ich nach Tags suche. Die Bilder sollen alle mit GPS-Koordinaten versehen werden. Das wird mit einer Software namens ACDC Pro gemacht. Das heißt, wenn er ein Bild hat, gibt er in EXIF-Daten GPS-Informationen rein und diese GPS-Informationen können dann im Backend von Joomla ausgelesen werden, indem ich auf den Button drücke und werden dann auf einer Google Maps-Karte auf der Webseite angezeigt. Wie das gemacht ist, zeige ich Ihnen gleich, komme ich gleich dazu. Dann Google Maps-Karte habe ich gerade erklärt. Ich kann alles, was mir die Google Maps API anbietet, was ich bei Google an dieser Stelle einstellen kann, kann auch im Joomla Backend konfiguriert werden. Das heißt, wir haben also ein Plugin gebaut, das im Prinzip mir die ganzen Features, die mir Google an dieser Stelle anbietet, auch in Joomla konfigurierbar macht. Und ich brauche unter jedem Bild gibt es Bildnummern, Autorennamen und Aufnahmedatum. Autor deswegen, weil es durchaus mal sein kann, dass er vielleicht in seltenen Fällen einen anderen Fotografen hat, der für ihn eine Aufnahme macht. Und dann ist es in Deutschland so, dass immer der, der den Auslöser am Foto drückt, ist der Urheber dieses Bildes. Das kann man rechtlich auch nicht ändern. Ich kann jemandem die Bildrechte übertragen, aber der Urheber bin immer ich. Also immer der, der die Fotografie gemacht hat. Also muss die angezeigt werden. Und wir haben Integration von automatisch verkleinerten Vorschaubildern. Das heißt, wenn ich Bilder anzeige, möchte ich sie nicht in verschiedenen Formaten auf die Webseite laden, sondern ich möchte, dass die Webseite selber sich darum kümmert, dass die Bilder kleiner angezeigt werden in einer Vorschauliste und ich da nicht mit, wie auf der alten Seite, mit verschiedenen Formaten hantieren muss, was wahnsinnig aufwendig ist. So, Herausforderung, Tag-Funktionalität war so ein Riesenproblem. Hat schon mal jemand mit Joomla-Tags gearbeitet? Also wirklich ernsthaft? Es gibt in Joomla die Funktion Schlagwörter, Tags. Und da gibt es einmal eine Funktion, da kann ich das mit Ajax schön dynamisch machen und ich kann es, Joomla nennt es verschachtelt machen, zeige ich gleich. Das ist hier unter den Einstellungen der Schlagwörter, gibt es hier Ajax und verschachtelt. Und ich habe das Problem, wenn ich auf Ajax einstelle, hat Joomla einen Bug und es ist nicht mehr handelbar. Also ich kann dann eingeben, was ich will. Er nimmt immer das allererste Schlagwort, das in der Datenbank steht und fügt es vorne dran unter jeden anderen Tag, den ich eingebe. Das ist sehr lustig, ich habe den Bug auch schon mal reported, ist aber noch nicht gefixt. Auf so Probleme stößt man dann während der Entwicklung, wenn man das halt das erste Mal ernsthaft verwenden will. Zufällige Beiträge hat man schon. Wir haben das Newsflash-Modul verwendet, um zufällige Beiträge auszugeben. Und dann gibt es noch in Joomla eine Funktion, ähnliche Beiträge anzeigen. Aber was ist im Zusammenhang von Bildern ein ähnlicher Beitrag? Also Joomla wählt keine Beiträge. Also liest keine Bildinformationen aus. Das heißt, wenn ich jetzt eine Brücke anzeigen möchte und ich möchte ähnliche Beiträge anzeigen, dann erwarte ich als Kunde, dass ich auch Bilder von anderen Brücken sehe. Das funktioniert aber nicht. Jetzt kann ich das mit Tags lösen, indem ich zum Beispiel sage, zeig mir alle Bilder an, die mit Nordrhein-Westfalen getaggt sind und nimm ähnliche Bilder, die auch Nordrhein-Westfalen getaggt sind. Dann kriege ich aber auch keine ähnlichen Bilder, sondern ich kriege halt einfach das, was in Nordrhein-Westfalen fotografiert wurde, was nicht das Ziel ist. Weil ich kann dann eine Brücke kriegen, ein Schloss, ein Bauwerk, ein sonst irgendwas, aber ich kriege mit Sicherheit nichts, was ähnlich ist. Letztendlich haben wir die Funktion dann ein bisschen umgestrickt, nutzen diese ähnliche Beitragsfunktion, lassen weitere Beiträge in der Kategorie Luftbild ausgeben und nennen das aber nicht ähnlich, sondern einfach weitere Bilder. Das heißt, wir verhackstücken die Joomla-Funktion, die ähnliche Beiträge heißt, indem wir sie einfach umbenannt haben und der Kunde einen tollen Effekt hat, dass er, also der Besucher der Webseite den Effekt hat, dass er, dass er weitere Bilder sieht. Sie werden aber nicht ähnlich genannt, sondern einfach nur weitere. Dann hat man das Problem, Übernahme von alten Texten. Auf der alten Homepage waren ganz viele Texte online, so circa 2000 Stück. Und wir haben überlegt, die zu importieren über einen Datenbankimport. Ich habe dann auch ein Skript geschrieben, das das macht. Das Problem war, dass diese Texte völlig unterschiedlich aufgebaut waren. Das heißt, ich habe so alle 20 Texte, habe ich irgendeine Exception bekommen, weil halt wieder irgendwo ein Tag drin war oder ein HTML-Kürzel oder sonst irgendwas, was mein Importer dann weggeschmissen hat. Also haben wir gesagt, wir verwerfen die Texte, wir schreiben alles komplett neu. Er hat sich dann extra auf 400-Euro-Basis einen Text eingestellt, der
jeden Beitrag neu geschrieben hat. Das sind dann auch Kosten, die halt dazukommen. Weil anders ist es vom Aufwand nicht handelbar, weil man hat einfach nur die Zeit, das wegzuarbeiten, was man am Tag mit zwei Händen schafft. Also hatte sich halt jemand eingestellt, der für ihn die Texte schreibt, der auch heute noch aktiv ist und bei aktuellen Beiträgen auch Texte formuliert. Vorteil ist, dass unter den meisten Bildern, wo Texte drunter stehen, das sind nicht alle, aber da, wo Texte drunter stehen, ist der Text individuell. Das heißt, den gibt es auf keiner anderen Webseite, der ist nur für diese Seite gebaut. Hat den Vorteil, dass er halt eindeutig ist und natürlich auch gefunden wird im Internet. Und das ist dann schon gut. Und eine Herausforderung war noch, dass das Webdesign ein engagierter Grafikdesigner gemacht hat und das war leider nicht zu Ende gedacht. Ich habe mich da ein bisschen rausgezogen. Ich habe gesagt, Design macht bitte ihr, Umsetzung mache ich. Und der Webdesigner hat aber zum Beispiel keine Unterseiten definiert. Das heißt, wir waren dann irgendwann im Layout und wussten nicht, wie ist es denn, wenn ich in einem Menü verschachtelt ein Untermenü habe, wie soll dann das Layout rauskommen? Das war halt nicht festgelegt. Das hat der Kunde nicht gewusst, dass das wichtig ist. Der Webdesigner hat sich leider die Arbeit, der hat eine gute Arbeit gemacht, aber er hat sich ein bisschen einfach gemacht, finde ich. Also hat man da noch eine Herausforderung, dass wir da nacharbeiten mussten und nachjustieren mussten, damit wir da weiterkommen. War ein bisschen schwierig. Weitere Herausforderung war die Google Maps Karte, das zeige ich auch gleich. Da gibt es diese Standard-Pins, da kommt jetzt gleich ein Bild. Ihr kennt es alle, diese, ich weiß nicht, meine Maus, hier diese Pins. Jetzt sagt der Kunde, das schaut ja total Mist aus, das schaut ja aus wie so ein radioaktives Symbol. Sowas will ich gar nicht auf meiner Webseite haben, weil ich bin Künstler und ich will da was Eigenes. Also kann man diese Pins bei Google auch ändern, indem man eigene Grafiken baut, die man da reinpackt. Diese Grafiken können wir im Joomla Backend im Plugin hinterlegen, diese Grafiken, und können vorne auf der Karte die dann entsprechend anzeigen lassen. Was natürlich toll ist, wenn der Kunde auf die Idee kommt, ich will morgen andere Grafiken auf meiner Karte haben, dann lädt er die einfach in Joomla hoch. Funktioniert einwandfrei. Tolle Geschichte. Das nächste war, dass wir, das Ganze soll ja auch für Smartphone optimiert sein und wir hatten bei der Entwicklung das Problem, dass die Google-Karte immer so einen blauen Schleier angezeigt hat und wir wussten tagelang nicht, woran es lag und hatten hinterher nach langen Tests, also es hat wirklich 2-3 Wochen gedauert, haben wir festgestellt, dass die Datenmenge zu hoch ist, die Google da verarbeiten muss. Und da konnte man dann, ich habe es mit einem externen Programmierer gemacht und man konnte dann feststellen, dass es über einen anderen Programmierweg doch sauber funktioniert. Herausforderung deswegen, weil wir 2 Wochen rumgetestet haben, die natürlich nicht vom Kunden bezahlt worden sind, weil wir haben gesagt, wir kriegen das hin und dann funktioniert es halt nicht. Naja, was macht man? Ne? Also selber in die Hand nehmen, loslaufen und schauen, dass wir machen. Grafik und Layout waren ein Problem. Wie gesagt, der Kunde, Künstler, Fotograf, der wollte alles mehrfach verwerfen, ändern, testen. Er kam dann irgendwann mal auf die Idee zu sagen, baue mir doch mal ähnlich wie in Photoshop ein HTML-Template, wo ich meine Positionen verschieben kann, damit ich mir verschiedene Layouts anschaue. Völlig unmöglich. Also ist nicht realisierbar, ne? Kann man nicht machen. Also hat man halt ihr kennt zum Beispiel diese Geschichte, wenn ich in Firefox eine Farbe ändern will, rechte Maustaste, Element untersuchen. Ja. Ich habe 2 Entwürfe dabei, schauen wir gleich mal an. Also ich habe den Originalentwurf vom Designer und wie es dann hinterher live ist, es unterscheidet sich schon ein bisschen. Ihr kennt es, Firefox, rechte Maustaste und dann Farben ändern. Und dann gibt es doch so ein Pin, so ein Pop-up, wo ich so eine Farbpalette kriege und dann die Maus verschieben kann auf einen anderen Farbcode. Jetzt hatte ich das Problem, dass ich von einem grauen auf einen etwas dunkelgrauen oder auf einen etwas helleren blauen Ton wollte und habe diesen Mausregler verschoben, bin verrutscht und der Button wurde grün. Dann hat der Kunde gesagt, er hat das jetzt das Grüne gesehen, er kann sich nicht mehr konzentrieren, er möchte das Gespräch abbrechen, morgen weitermachen, weil es geht nicht. Also haben wir es abgebrochen. Und haben morgen, also einen Tag später, das war sehr speziell. Lieber Kunde, wenn du mich jetzt hörst, Entschuldigung, aber es war so. Aber das ist doch reversibel. Ja, natürlich, aber er kriegt es halt nicht hin. Künstler sind speziell. Es ist kein Vorwurf an den Kunden, aber es ist speziell. Das macht es schwierig, das umzusetzen. Man muss exakt darauf achten. Also wenn ich nur eine Farbnuance falsch war, dann hat er gesagt, er kann das jetzt nicht mehr steuern, dass er die Farbe aus dem Kopf kriegt und möchte einen Tag Pause haben. Also haben wir das Gespräch abgebrochen, ist am nächsten Tag wieder hingefahren, hat es neu gemacht. Gut, so. Nächste Anforderung war Go Live mit möglichst viel Inhalt, das heißt mindestens 900 Bilder, wenn die Seite online geht, das haben wir auch gemacht.
Das heißt, wir haben wahnsinnig viel Content produziert, bevor wir live gegangen sind. Und sollten wir doch ein paar Texte haben wir übernommen, da mussten wir halt alles ändern, alle Links, alle Verweise. Das war natürlich auch ein bisschen Aufwand, also Copy und Paste von der alten Seite ging halt so ohne weiteres auch nicht. Es war noch ein bisschen, also eins der einfacheren Punkte, aber man muss es halt auch tun. Ja. Man kann nicht einfach, und wenn es nur der Link zu irgendeinem Kontaktformular ist, das stimmt ja alles nicht mehr, da muss man einfach rigide drauf achten. Teil davon, also es gibt ein Pflichtenheft, wo ich in der Excel-Tabelle 3 Seiten geschrieben habe, worauf man achten muss. Allerdings im Laufe des Projektes hat sich das halt auch nochmal rigide geändert und war dann hat sich schon, also es hat sich im Laufe der Projektphase hat sich viel ergeben, was man alles ändern und worauf man achten muss. Ja. Bitte? Ja, in dem Zusammenhang würde mich auch thematisieren, die waren am Anfang des Projekts vom Zeitplan her eingetaktet und letzten Endes die Umsetzung. Genau, also Zeitplan war, komme ich gleich drauf, wir haben vom Zeitplan her die ersten Gespräche gehabt im Januar 2015 und haben gesagt, wenn wir am Ende des Jahres live sind, ist gut. Wobei das kein Vollzeitprojekt war. Also wir haben jetzt nicht da ein Jahr lang jeden Tag 10 Stunden dran gearbeitet. Allerdings habe ich gesagt, das geht auch nicht in 3 Wochen. Und wichtiger war es, ein vernünftiges Design und eine Webseite hinzukriegen, die ihm gefällt, bevor wir irgendwie in einer Hauruck-Aktion live gehen, die dann mit der er nichts anfangen kann. Das heißt, wir haben einfach uns die Zeit genommen, die wir gebraucht haben, bis wir fertig waren. Jetzt war, glaube ich, hier noch eine Frage irgendwo. Ich hätte nur noch eine Frage zu den Maps, mit was das umgesetzt wurde, ob das jetzt Plugin war. Die Google Maps? Wir haben selber die API angesteuert von Google. Also die Google Maps API und haben das halt in Joomla integriert. Ich zeige gleich noch ein Praxisbeispiel. Ich gehe mal schnell meine Folien durch und dann gehen wir mal auf die Webseite drauf. Weitere Maßnahmen. Wir haben das Ganze auf einem komplett neuen Managed Server entwickelt. Und haben hinterher halt auch umgestellt auf diesen neuen Server. Auf dem Server laufen auch alle Mail-Konten zum Beispiel, was dazu geführt hat, dass wir in seiner ganzen IT von den Mitarbeitern und so alles umstellen mussten, die ganzen Mail-Postfächer umziehen. Das heißt, man hat also noch einen Impact in der IT hinten dran, wenn man auf so einen Server umstellt. Natürlich neue IP-Adresse, was dazu geführt hat, dass die Webseite in Google erstmal total abgerauscht ist. Die alte Seite wurde halt gefunden. Auf einmal gibt es die nicht mehr in der Form. Und die neue Seite war erstmal nicht auffindbar. Das war also die ersten 6 Wochen war es eine Katastrophe. Das haben wir gewusst. Das war auch. Kunden. Naja, wir konnten den Server nicht umstellen und die IP-Adresse beibehalten, weil es halt eine komplett neue Hardware war. Und, Umleitung? Ja, die Frage, also Umleitung ja, aber halt nur auf die Startseite, weil ja kein Content von der alten auf die neue Seite 1:1 migriert wurde. Das heißt, wenn ich auf einen alten Link bin, bin ich immer auf die Startseite in der neuen Seite gerutscht. So, und das straft Google aber ab. Und zwar gewaltig. Also so in der Form habe ich es noch nie erlebt. Wir sind richtig runtergerutscht in Google. Also wir waren teilweise gar nicht mehr erreichbar und haben dann ein paar andere Maßnahmen gemacht. Mittlerweile sind wir wieder erreichbar und zwar auch sehr gut. Aber es war eine Herausforderung, in der Tat. Frage, habt ihr bei der Gelegenheit auch auf SSL umgestellt? Ja, ja, genau. Also das gab es auch, genau. Also wir haben ein SSL-Zertifikat, klar. Ja, weil das ein bisschen wenigstens positiv bemerkt. Ja, ja, also wir haben auch, also momentan läuft die Seite noch auf Joomla 3.4.8, weil wir aufgrund der Eigenentwicklung erstmal ein paar Tests machen müssen, bevor wir auf die neue Version gehen. Da sind wir gerade dran. Aber dann auch kommt PHP 7 und, oder ist schon da, glaube ich, und da ist es halt auch relativ schnell. Also so ein paar Maßnahmen für Google, schnelle Festplatten, schnelle Ladezeiten, mobile Version, SSL, das ist ja alles Google-relevant und gut, damit Google sagt, okay, wir pushen die Seite wieder nach oben. Das haben wir schon gemacht. Zeitrahmen, habe ich gerade schon gesagt, Ende Januar 2015 die ersten Gespräche. Go Live war 15. Oktober letzten Jahres. Allerdings kein Vollzeitprojekt. Also wir haben immer so Phasen gehabt, wo wir, Entschuldigung, wochenweise ganz lang dran gearbeitet haben. Aber wir hatten auch mal Phasen, wo mal eine Woche nichts passiert ist. Das gab es schon auch. Kosten. Soll ich mal die Frage in den Raum werfen? Ich nehme Schätzungen entgegen, was kostet so eine Seite, wenn man jetzt die Features alle sieht. Nerven bezahlen. Also Nerven sind nicht im Projekt mit drin. 15 plus, 20 bis 40. Was soll ich noch? Einen nehmen wir noch. Interessant wäre mal, was der Kunde für Preisvorstellungen hat. Was der Kunde für Preisvorstellungen hat. Also man muss dazu sagen, das erste Angebot... Genau, also das erste Angebot war tatsächlich unter dem Preis, was es letztendlich gekostet hat, aber im Laufe des Projekts wurde halt auch gesagt, pass auf,
das ist so viel Aufwand, da kommt was dazu. Und der Kunde hat dann gesagt, ja, mach mal, ich will es ja so haben. Man muss dazu sagen, was das Finanzielle angeht, ist der Kunde schon kompromissbereit und der will auch nicht, dass jemand umsonst arbeitet. Also es ist okay. Umsonst gibt es nichts und Qualität wird von ihm schon gesehen und auch bezahlt. Insofern war man da ganz zufrieden. Ich liste jetzt einfach mal auf. Webdesign HTML-Vorlage hat ca. 3.000 Euro gekostet. Anpassung HTML auf Joomla 1.200 Euro. Ganze Projektmanagement, Strukturen, Content und die Entwicklung externer Features nochmal 11.000 Euro. So bei 15.500 Euro plus diese externen Kosten, die er eh noch hat. So, also sehr gut geschätzt. Also 20 bis 40 ist ein bisschen zu viel. Ich bin der Meinung, man hätte vielleicht 5.000 bis 10.000 mehr verlangen können und hätte, wäre trotzdem nicht über Budget gewesen. Also zwischen 20 und 25 hätte man locker realisieren können. Allerdings ist es für mich zum einen ein Referenzprojekt, ein sehr gutes sogar. Zum anderen hat es auch tierisch Spaß gemacht. Und aufgrund von Nachfolgeaufträgen, also man muss ja nicht gleich die ganze Hand nehmen, wenn man einen kleinen Finger kriegt. Also das war fair, ich glaube für beide Seiten und das ist in Ordnung. Das Tolle ist... also ich habe das alles aufgeschrieben, weil ich habe es ja auch abgerechnet. Ich habe es mir aber nie in Summe angeguckt, weil ich selber nicht wissen wollte. Also da waren schon echte dabei. Und es ist halt auch so, wenn man jetzt sagt, ich habe zum Beispiel auf der mobilen Webseite dieses Problem mit diesem blauen Schleier auf der Google-Karte, was auf dem Desktop nicht auftaucht. Da gehen halt schon mal 4-5 Tage drauf, wo ich mit dem Entwickler zusammensitze und das dem Kunden dann nicht in Rechnung stelle, weil ich sage, okay, das ist unser Problem. Wir haben gesagt, lieber Kunde, wir machen dir das für den und den Preis. Und wenn es dann nicht geht, dann müssen wir gucken, warum wir es falsch programmiert haben. So fair bin ich dann und sage zum Kunden, ja, das ist jetzt, Kunde, gib mir Zeit, aber es kostet dich nichts. Ja. Der Text doch, also wie lange hat der unnötig? Der hat doch Na, der hat immer wieder Bilder bekommen, also der Kunde schickt ihm ein Bild per E-Mail und sagt, pass auf, dazu brauche ich einen Text. Das Bild habe ich aufgenommen, das ist Schloss XY in der und der Stadt. Dann geht der Texter los, schaut im Internet, was er so findet und formuliert dann aus verschiedenen Quellen sich einen Text, schreibt was zur Geschichte dazu, zur Historie, wie das entstanden ist. Ja, und wie lange hat er benötigt? Also ich meine, er hat jetzt, ist mit 400 Euro aus dem Rennen gegangen oder waren das mehrere Monate? Ja, das sind 400 Euro, also der ist auf 400 Euro Basis angestellt und über Monate, der ist jetzt noch angestellt. Also das heißt, der macht auf Zuruf Texte und das sind halt trotzdem laufende Kosten, die er für die Webseite hat. So muss man sich das vorstellen. Und also insgesamt müsste er mit Texter zumindest bis zum Go-Live hat er, glaube ich, so 21.000 Euro Kosten gehabt, 15.000 für die Entwicklung, der Rest war Text. Fazit, hat es sich rentiert? Was glaubt ihr denn für den Kunden? Rentiert sich's nicht? Ja, hat sich. Naja, so langfristig ist es gar nicht. Ich habe da eine tolle Zahl, zeige ich gerne mal. Wir haben nur positive Rückmeldungen, Änderungswünsche haben wir eingebaut, wenn es welche gab. Und 9 Monate nach dem Baulauf hat er bereits so viele Anfragen an verkauften Bildern gehabt, dass er die Kosten wieder drin hatte. Einfach nur, weil die Bilder so prägnant im Internet verfügbar waren, dass viele Verlage angerufen haben, gesagt haben, wir hätten gern das von Ihnen, wir hätten gern das von Ihnen. Das heißt, obwohl er keinen Online-Shop hat, die Bilder werden nicht online verkauft, sondern die werden tatsächlich auf DVD oder CD rausgeschickt oder auf USB-Stick auch. Die Website ist halt so prägnant verfügbar, dass wenn Luftbilder ist halt ein ganz spezieller Markt und Firmen brauchen das. Und das hat sich also auf jeden Fall rentiert. Ja. So, jetzt gehen wir mal in die Praxis. Ich zeige mal ein paar Features von der Seite. Frage, kann man mal lüften hier? Die Klimaanlage ist eindeutig ausgefallen. Ja, es ist brutal warm. Ne? Also mach mal bitte. Ja, genau. Jetzt haben wir das Problem, dass das... So. Also, das ist die neue Seite. So schaut sie aus. Was man halt schon sieht, ist... wird's laut. Was man sieht, ist, dass ich ganz... die Bilder schon relativ prägnant sind. Ich habe hier auf der Startseite einfach eine Slideshow. Das ist einfach ein Slider mit 5 Bildern, die ich durchklicken kann. Die kann der Kunde beliebig austauschen. Wenn auch alle paar Sekunden wird da ein neues Bild geladen und dann kommen so ein paar Texte und Informationen zur Seite selber. Spannend wird es jetzt, wenn man sich die Luftbilder direkt anschauen will. Wenn ich also auf alle Luftbilder anziehen klicke,
dann werden die Luftbilder geladen. So, und wenn ich jetzt nach unten scrolle, ich habe jetzt hier Oktoberfest. Die Qualität ist jetzt hier auf dem Beamer leider nicht so toll, aber auf dem Laptop schaut es, ist jetzt kein Bild, aber es schaut schon gut aus eigentlich. So, wenn ich jetzt runtergehe, dann habe ich jetzt hier einen Text. Das ist dieser individuelle Text, der extra nur für dieses Bild geschrieben ist. So, unten drunter habe ich diesen Text, da komme ich gleich dazu. Dann individuell Eingabefelder für Autor, Bildnummer, wann das Bild aufgenommen wurde und diese berühmte Google Maps Karte. Wenn ich dann weiter runter scroll, kommen weitere Bilder. Diese Bilder werden automatisch generiert. Das ist eine Voransicht von den kleinen Bildern da oben. Und diese Google Maps Karte hatte so ein paar Features. Ich sehe zum Beispiel, der rote Button ist das aktuelle Bild, das ich oben sehe. Und die blauen Bilder drumherum sind weitere Bilder im Umkreis, die ich auch online habe. Wenn ich jetzt mit der Maus drüber fahre, kriege ich den Beitragstitel des Joomla-Beitrags angezeigt von diesem Bild. Klicke ich da drauf, wird genau dieser Beitrag geladen. Ja, das ist also ziemlich cool gemacht. Und ich kann jetzt auch, wenn ich rausscroll, wird die Karte gezoomt und geclustert und ich sehe halt auf allen, in ganz Deutschland zum Beispiel, wo er überall Bilder online hat. Zum Beispiel hier im Umkreis hat er 91 Bilder online. Wenn ich da draufklicke, dann kommen halt weitere Bilder hier. In Jena hat er 8. Hier nochmal 8 und dann kommen diese 8 Pins. Und wenn ich da draufklicke, kommt das nächste Bild. So. Wenn ich hier mit der Maus drüber gehe, wird über CSS ein Pfeil geladen und hier wird per Zufall das nächste Bild ausgegeben. Das ist über diese Newsflash-Komponente realisiert. Das ist also wirklich ein Zufallsbeitrag aus der Joomla-Datenbank, aus dieser Kategorie Luftbilder, die da angelegt wurde, wo einfach per Zufall ein nächstes Bild kommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier oben Flughafen eingebe, dann kriege ich über die Suchfunktion von Joomla Ergebnisse zurück, inklusive Bildanzeige, was in Joomla standardmäßig nicht geht. Das heißt, ich habe normalerweise in der Suchfunktion keine Ausgabe von Bildern, das ist eigens programmiert worden, dass Bilder mit ausgegeben werden. Klicke ich jetzt auf so ein Bild, wird halt wieder dieser Beitrag geladen. Das ist jetzt, glaube ich, Tempelhof, gell? Genau. So, wenn ich jetzt auf einen Tag klicke, zum Beispiel Flughafen, als Joomla-Tag, dann kriege ich alle Bilder angezeigt, die mit Flughafen getaggt sind. So, diese Bilder sind auch über ein Plugin vorskaliert, das heißt, die werden in der Größe gedownsized, damit die Webseite relativ schnell lädt. Klicke ich da drauf, also so schlecht ist die Ladezeit nicht, kriege ich halt das nächste Bild. So, und das Ganze geht halt, wenn ich jetzt auf München klicke, dann kriege ich alle Bilder, die mit München getaggt sind. Das ist halt schon großartig, weil ich relativ schnell sehr, sehr viele Bilder anschauen kann. Jetzt schauen wir mal, ob ich irgendwo eins finde, wo ich ein Hochformat habe. Ich guck mal. Hier zum Beispiel habe ich ein Hochformatbild. So, wie passt ein Hochformatbild da rein? Genauso. Der Beitrag wird einfach nur nach unten verschoben und das Bild ist ein bisschen länger. Ist aber sehr groß und sehr prägnant. Also Bild ist einfach das Wichtigste, das der Kunde hat, sind Bilder. So, wie schaut das Ganze im Backend aus? Das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Ich gehe mal da rein. Anmelden. So, ich habe jetzt im Backend, ich muss leider ein bisschen nach hinten schauen, weil ich auf meinem Laptop nichts sehe. Geht das noch? So. Ich habe jetzt im Backend hier ein eigenes CCK, also so ein Content Construction Kit, das wir direkt selber programmiert und integriert haben. Wenn ich jetzt ein neues Luftbild anlegen will, dann gehe ich einfach hier auf Luftbilder und ich kriege einen Joomla Standard Editor mit den Features, die der Kunde braucht. Zum Beispiel, also hier kann ich einen ganz normalen Text schreiben, ich kann unter Bilder und Links meine Bilder einstellen, also die Beitragsbilder zum Beispiel integrieren, wie man es in Joomla kennt, aber ich habe zum Beispiel auch hier diesen Copyright-Hinweis, die Bildnummer und das Aufnahmedatum, also genau diese drei Features, die ich unter den Bildern, ich zeige es nochmal kurz, diese drei Features, die ich unter den Bildern tatsächlich haben will, das war für jedes Bild individuell, das ist diese Ausgabe hier. Ja, diese Ausgabe wird im Prinzip hierüber über diese drei Felder hier gesteuert. Die gibt es standardmäßig in Joomla nicht. Die haben wir selber da reingepackt. Das gleiche mache ich mit den GPS-Koordinaten. Ich gehe hier auf GPS-Daten, kann mir hier ein Bild auswählen. Wenn ich jetzt ein Bild nehme, ich gehe mal in einen Beitrag rein, wo es schon eins gibt. Das ist einfacher. Zum Beispiel gehen wir hier mal auf den Brombachsee. Jetzt habe ich hier wo ist es hier, ein Beitragsbild drin, das ist also auf dem Server hinterlegt.
Und wenn ich jetzt auf GPS-Daten gehe und sage holen, dann holt er mir aus den EXIF-Daten die Bildinformationen, die GPS-Daten raus und zeigt mir das an. So, jetzt habe ich als Luftbildfotograf aber folgendes Problem. Wenn ich mit meinem Hubschrauber und mit meinem Flugzeug ein Foto mache, dann möchte ich hinterher eventuell die GPS-Koordinaten von dem fotografierten Objekt anzeigen oder von der Position, von wo aus ich dieses Bild mache. Da kann ich aber 3000 Meter weg sein, je nachdem, wo dieses Flugzeug gerade fliegt. Das heißt, ich kann jetzt einfach diesen Button verschieben und hier die GPS-Position ausgeben. Das heißt, die GPS-Position, die da hinterlegt ist, ist der Ort, wo er auf den Auslöser gedrückt hat. Wenn er jetzt aber sagt, ich möchte aber genau aus diesem Winkel, wo ich fotografiert habe, also dann wäre ich da, wo der Auslöser ist. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte aber das Objekt selber anzeigen, dann schiebe ich halt meinen Button kurz dahin und kriege genau diese Position angezeigt. Was ein tolles Feature ist. Ich kann aber sogar hier die Adresse eingeben. Ja, wenn ich jetzt sage, hier, wo sind wir hier? Poetenweg. Poetenweg 28, Leipzig. Und ich gehe da drauf. Dann springt er mir mit der GPS-Position dahin. Wenn ich auf Speichern gehe, zeigt er mir diese GPS-Koordinaten in dem Bild an, auf der Webseite. Ist also ziemlich cool gemacht, finde ich. Gut, jetzt möchte ich natürlich... Der Vorteil ist auch, wenn ich auf Speichern gehe, die EXIF-Daten in dem Bild werden nicht überschrieben. Das heißt, ich kann hier beliebig verschieben. Sobald ich wieder auf GPS-Daten holen gehe, setzt er mir das Bild zurück auf diese Position, was im Bild gespeichert ist. Ich überschreibe also die EXIF-Daten in dem Bild selber nicht. Die Original-GPS-Daten bleiben immer im Bild erhalten. Da wird nichts überschrieben oder verändert. Es wird alles in der Datenbank separat gespeichert. Hat den Vorteil, dass wenn ich mich doch mal vertue und verklicke, ich jederzeit zu der Position zurück kann, ohne die EXIF-Daten umständlich editieren zu müssen. Das heißt, wenn man jetzt auf Speichern umschließen gehen würde, wenn ich jetzt... Genau. Ja, soll man das mal machen? Ja, also dann machen wir mal Folgendes, damit wir das sehen. Ich nehme mir mal ganz kurz die Bildnummer, damit ich die nachher wieder finde. Gehe mal schnell auf meine Seite und gebe hier mal die Bildnummer ein. So. So, und jetzt habe ich hier dieses Bild und habe hier einfach diese Karte. Hier, das ist der rote Pin. So, und jetzt haben wir gesagt, wir verschieben das mal, oder? Ja. So, also gehe ich auf GPS-Daten. Damit man sieht, mache ich es mal ein bisschen daneben, damit man es auf der Karte noch sieht. Und ich gehe jetzt auf Speichern. Wenn ich jetzt auf Aktualisieren gehe, dann speichert er mir diesen roten Pin rechts daneben. Dauert einen Augenblick. Dann ist der Pin hier. So, wenn ich jetzt aber sage, oh, das war ja falsch, ja, dann gehe ich da nochmal drauf, gehe auf GPS-Daten. GPS-Daten holen, er springt wieder zurück, ich gehe wieder auf Speichern, ja, lade mein Bild neu und ich bin wieder da, wo ich vorher war. 3, 2, 1, zack, bumm, passt. Also im Prinzip, man könnte jetzt, wenn man sich irgendwie vertut, dass man so sagt, man nimmt sich einige Bilder und merkt sich die Nummern nicht und hat die GPS-Daten, dann müsste man die GPS-Daten sich händisch wiederholen, also müsste dann rein in den Beitrag und dann das würde die Nummer von dem Bild, meinen Sie? Oder? Ja, es ist ein. Also, was halt passieren kann, ist, dass ich zum Beispiel versehentlich falsche GPS-Daten eingebe oder so. Und dann weiß ich aber anhand der Bildnummer, welcher Beitrag das ist und kann ja einfach diese Bildnummer suchen im Backend und kann dann diesen Beitrag neu editieren und die Karte verschieben. Das geht schon. Das ist kein Problem. Was zum Beispiel auch so ist, der Kunde ist ja darauf erpicht, dass seine Privatadresse privat ist und seine Firmenadresse halt seine Firmenadresse. Es gibt hier noch so eine Plausibilitätsprüfung, dass man da unten halt, ich bin im Falschen, im Backend, Entschuldigung, wo ist es? GPS-Daten. Wenn ich hier seine Privatadresse eingeben würde, würde die Position einfach auf 00 springen und er kann nicht versehentlich seine Privatadresse taggen. Das ist also in der Programmierung hinterlegt, dass das nie öffentlich wird. Das ist einfach so ein Wunsch vom Kunden gewesen, der sagt, hier, privat ist mein Privatding, ich habe eine Firma, Kunden sollen sich bitte dahin wenden, weil sonst rufen die alle zu Hause an, wollen was von ihm. Und irgendwann hat er auch mal Feierabend, kann ich nachvollziehen. Also das ist ziemlich cool eigentlich mit diesen GPS-Geschichten. Was wir noch haben, sind die Tags zum Beispiel.
die sind also hier. Ich habe also diese Schlagwörter, Mittelfranken, Franken, Freizeitpark und so weiter. Ich habe es vorhin schon gezeigt. Und wenn ich jetzt unter dem Bild bin, wo ist es? Und jetzt hier auf Freizeitpark klicke zum Beispiel, dann kommen halt diese Tags, wo diese Freizeitparks, also alles, was im Freizeitpark getaggt ist. Diese Tagliste, die wird immer länger, wenn man sich die anschaut. Ich gehe auf Schlagwörter, dann ist das schon eine ganz ordentliche Liste. Also wenn ich jetzt mal, ich weiß gar nicht, auf alle gehe, ja, dauert es einen Augenblick, und dann kann ich da, also es sind schon eine ganze Menge Tags, die da mittlerweile drin sind. Ja, also da kann ich mich vergaloppieren. Wobei wir schon darauf achten, dass wir Tags immer wieder verwenden, damit einfach diese Tagliste höher wird. Also es wird schon versucht, möglichst viele Tags immer wieder zu belegen und nicht eine unendliche Liste von neuen Wörtern zu finden. Manchmal geht es aber auch nicht anders und man braucht ein neues Wort. Zu den Plugins, wenn ich jetzt nochmal kurz auf dieses Google-Plugin eingehen kann. Ich muss es nur finden. Wo ist es? Tja, ich sehe es nicht. Muss ich mal kurz eingeben, ob ich es finde. Google, finde ich es hier? Nee, das ist die nicht. Okay, ich suche es gerade mal. Vorführ Effekt, ich sehe es nicht. Newsfeed, Schlagwörter, Admin Tools. Okay, ich finde es gerade nicht. Tut mir leid. Nee, das war es nicht. Oder war das vielleicht ein Modul? Nee, das müsste. Nee. Also, Vorführeffekt, ich finde es gerade nicht. Schauen wir uns mal Google an. Das ist nämlich auch spannend, wenn ich jetzt in Google selber bin. Und ich gebe jetzt zum Beispiel mal ein, Luftaufnahme Leipzig. Ich sollte mich natürlich nicht vertippen, Entschuldigung. Und ich gehe jetzt hier auf die Bildersuche, dann kriege ich sofort auf 1 ein Nürnberg-Luftbildfoto. Das erkenne ich daran, dass in jedem Bild sind diese Logos integriert. Also ich bin relativ weit und relativ schnell oben. Und er wird halt gut gefunden, weil überall, wo Nürnberg-Luftbild, also dieses Firmenlogo drin ist, kriege ich halt auch ein Ergebnis zurück. Wenn ich da draufklicke, dann kriege ich halt hier das Bild. Und hier sieht man so ein bisschen dieses Wasserzeichen, das ich vorhin erwähnt habe. Das ist ganz dünn. Ja, das macht er also für jedes Bild individuell. In Photoshop wird ein Wasserzeichen hinterlegt. Und dieses Wasserzeichen ist halt so dünn, dass es die komplette Bildposition nicht beeinträchtigt. Man kann es aber auch nicht löschen, fehlerfrei. Also jetzt das Bild klauen wird schwierig, weil genau mittig habe ich zwischen in jedem Bild so ein Wasserzeichen drin. Und das kann keiner, also so gut ist keiner in Photoshop, dass es fehlerfrei rausrendert. Das heißt, wir erkennen eigentlich schon, wenn einer das Bild klaut. Aber die eigentliche Stellnummer wollte er nicht reingerendert haben, ne? Weil das wär, nee, ins Bild nicht. Das Bild hat. Ich weiß, sie ist nebenan. Genau, das Bild hat eine Bildnummer. Das ist diese Unique Number. Und wenn ich jetzt zurückgehe und halt diese Bildnummer hier oben eingibt, zum Beispiel. Nee, das brauche ich in dem Fall nicht. Dann kriege ich das Bild halt. Dann kriege ich das Bild halt zurück. Das heißt, wenn jetzt ein Verlag anruft und sagt, hören Sie, ich brauche ein Bild vom Hauptbahnhof Berlin für ein Fotoprojekt, haben Sie was? Dann kann er sagen, ja, habe ich sogar auf meiner Webseite, wenn es zufällig online ist, geben Sie mal bitte oben in der Suche die Bildnummer 1234 ein und dann kriegt er genau dieses Ergebnis zurück, was natürlich schon schick ist. Ja. Und ja, das war so im Wesentlichen das ganze Projekt. Schnelldurchlauf. Es gibt hier noch Luftaufnahme des Monats. Da wird jeden Monat ein Bild generiert. Seit Go Live. Das machen wir über Mailchimp. Das heißt, wir haben komplett einen Mailchimp-Account integriert oder angelegt. Und es gibt einmal im Monat einfach eine Luftaufnahme des Monats, wo er an seine Kunden und Freunde und Geschäftspartner einen kleinen Gruß aus dem Cockpit sendet, so nennen wir das. Ich kann noch mal ganz kurz die Designentwürfe zeigen. Wir haben hier, es ist ein bisschen arg groß, Augenblick. Das ist der erste Designentwurf vom Grafiker, wie er sich das vorgestellt hat.
Schaut ein bisschen anders aus als die letztendliche Webseite, wenn man da nochmal drauf geht. Die Webseite auf der Startseite schaut so aus. Also wir haben hier so einen grauen Menübalken, nicht mehr weiß. Und wir haben diese Integration der Bilder, diese ich nenne sie mal so Smart Options, die haben wir da nicht mehr drin. Das war vom Grafiker einfacher gedacht, als letztendlich umzusetzen. Also der Grafiker hat gesagt, wenn ich hier drauf gehe, habe ich einen Slider, kann dann einen neuen Beitrag laden, aber das muss man alles erstmal programmieren, das ist gar nicht so einfach. Nee, das sollten ja nur auf der Startseite die ersten 5 sein oder so. Und wir haben das jetzt halt über diesen Slider realisiert, auf der Startseite, den Slider, da habe ich jetzt einfach 5 Bilder, die ich durchscrollen kann. Die sind auf der Startseite immer gleich. Wenn ich aber auf alle Bilder gehe, kriege ich hier ein Zufallsbild, was dafür sorgt, dass jedes Mal, wenn ich die Seite neu besuche, kriege ich andere Bilder angezeigt. Wenn ich das über einen Standardbeitrag mache, ohne Zufallsoptionen, dann kann ich immer den Beitrag in der Datenbank um 1 hochzählen. Das heißt aber, wenn ich morgen wiederkomme und mir 10 Bilder anschaue, sehe ich die gleichen 10 wie gestern. Und das will ich ja nicht als Kunde. Ich will ja Bilder sehen. Und wir haben jetzt irgendwie 1900 Bilder online und ich will ja nicht immer die 10 gleichen Bilder sehen, weil dann sieht nie einer alles, was zwischen 11 und 1900 ist. Weil wer schaut sich denn 1900 Bilder an? Das sind die wenigsten Kunden. Also wir können über Piwik, wird die Seite getrackt und wir sehen eine ganze Menge und es gibt Leute, die schauen sich teilweise 400-500 Bilder in einer Session an. Das ist echt viel, aber keiner schaut sich in der Regel, also die wenigsten schauen sich wirklich so viele Bilder an. Also brauchen wir ein Feature, wo wir per Zufall, also wenn ich jetzt auf der Startseite bin und ich gehe jetzt auf alle Bilder ansehen, dann kriege ich jetzt irgendein Bild, in dem Fall Lübecker Altstadt. Gehe ich nochmal drauf, kriege ich irgendein anderes Bild. Also egal wie oft ich da drauf kriege, die Wahrscheinlichkeit bei 1900 Bildern, dass ich das gleiche wieder kriege, ist relativ gering. Es kann passieren, weil Zufall, aber das ist halt nicht oft. Wie werden die realisiert ist das Ganze, das kann ich zeigen, über das Newsflash-Modul. Module. Und dann gibt es hier, das steht schon auf alle, wo ist es? Newsflash im Menü, genau. Dann wird über das Newsflash-Modul wird einfach die Kategorie Luftbilder ausgegeben und auf zufällig gestellt. Und die Ausgabe erfolgt halt dann über ein Override nicht im Modul, sondern im Main-Content von dem Template. Ganz kurz zur Umsetzung noch, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Wir haben, das ist das Bild, ne? Moment, ich muss mal, irgendwie mag mein Laptop nicht. Moment, und zwar, wir haben ja gerade diese Grafik gesehen von dem Designer. Das war ein PSD-File, also ein Photoshop-File, wo der Designer sich ein Layout überlegt hat. Dieses Layout wurde in HTML umgesetzt und schaut dann so aus. Das ist ein bisschen zu groß, das ist die mobile Version, wenn ich das kleiner mache. Das ist das Layout in reiner HTML-Funktionalität, noch ohne Unterseiten. Und die Bilder, da sind die Bilder noch, das war so einer der ersten Entwürfe, noch untereinander. Das haben wir dann natürlich in Slider gemacht. Das ist also einfach nur eine Browser-Version, wo ich mir eine Vorstellung kriege, wie so eine Seite später ausschauen kann. Und das wurde dann genommen und auf Joomla migriert. Also erster Schritt war Grafik in Photoshop, dann auf HTML gebracht, dann in Joomla migriert und dann die ganzen Features eingebaut und getestet und gemacht und getan. Und also da gibt es zum Beispiel auch noch nicht die Option, dass so eine Google Maps-Karte reinkommt. Das hat man erst im Laufe der Entwicklung entschieden. Wir hätten gerne diese GPS-Koordinaten mit drin. Das war ganz am Anfang, war das noch gar kein Fokus vom Projekt. Ja, das war es eigentlich. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, es hat gefallen. Ja, noch Fragen? Nee, im Moment nicht mehr, dass ich das Projekt ziemlich cool finde, besonders gerade von dem Auslesen der Geo-Koordinaten in den Bildern von Joomla aus, finde ich super cool. Ist auch sehr, cool. Sehr interessant. Ist auch cool. Bist du fertig?